Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Xperia. Heute zeige ich euch, wie ihr so ein cooles Starterhaus bauen könnt. Vor allem ist das ziemlich klein und kompakt. Wenn du neu bist und das Video dir gefallen sollte, dann lass doch gerne ein kostenloses Abo da und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Für das kleine Starterhaus braucht ihr eine Fackel, eine Truhe, Fichtenholzstufen, Weizenkörner, eine Hacke, Wassereimer, ein rotes Bett, einen Ofen, ein Crafting Table, Fichtenholzfalltüren und eine Tür. Zuerst fangen wir an, zwei Löcher nebeneinander zu machen. In das eine kommt der Crafting Table, in das andere der Ofen. Jetzt müssen wir sneaken und platzieren hierauf das Bett. Nun können wir den Block hier wegmachen und eine Fichtenholzstufe reinplatzieren. Nun kommt da das Wasser rein. Den Block daneben haken wir einmal und platzieren die Weizenkörner. Die können dann nun in Ruhe wachsen. Jetzt sneaken wir und platzieren auf das Bett drei Stufen. 1, 2 und 3. Die unteren können wir nun wegmachen. An die eine schwebende Stufe kommen nun 3 weitere Stufen. Wenn wir das haben, können wir jetzt hier hinten dran über dem Wasser die Truhe platzieren. Nun brauchen wir auch schon die Falltüren und die Tür. Jetzt können wir nämlich anfangen zu sneaken und jeweils 2 Falltüren übereinander zu platzieren. Hier auch noch, hier an den beiden Stellen auch noch und hier auch noch. Die klappen wir nun hoch. Zack, 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 zack und hier noch. Nun müssen wir hier so an die Seite gehen und können jetzt hier eine Tür hin platzieren. Und wir sehen schon, sie lässt sich auch so öffnen. Hätten wir sie nämlich so hin platziert, wäre sie einen Block zu weit vorne. Wenn wir das haben, fehlt nur noch das Licht. Jetzt gehen wir hier rein, sneaken und platzieren hier hinten rein noch eine Fackel. Nun haben wir ein kleines, kompaktes Starterhaus. Hier der Ofen, hier der Crafting Table, hier eine kleine Farm, hier die Truhe und hier unser altbekanntes Bett. Das war das Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.